Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge Auffallend anders. Heute wird es richtig amerikanisch, denn Ruby und Alex erzählen mir etwas von ihrem USA-Trip. Was da alles so passiert ist, und da ist einiges passiert, das werdet ihr gleich sehen. Jetzt hole ich erstmal den Ruby ab und ja, dann bis gleich. Also ja. Ja, schöner Ölauffangwagen, würde ich sagen. So, was wollte ich eigentlich? Ach, Robert, Mensch, dass ich dich hier treffe, so völlig ungescriptet. Was machst du denn hier? Ja, wir haben jetzt, jetzt kommt ja wieder die schöne Jahreszeit. Ja. Jetzt wollen die Kunden ihre Harleys so langsam alle mal haben. Die haben jetzt lange genug darauf gewartet, jetzt werden sie umgerüstet auf EU, da sind ja alle US-Modelle, hatten wir ja gesagt. Da kommen jetzt Katzen drin, die Lichtanlage wird umgebaut, die müssen ja alle zum Laufen gebracht werden. Die ist jetzt fast fertig. Da sind wir auf der Zielgeraden. Wir haben noch eine vor uns. Jo. Also die kann dann auf die Route 66 mitgenommen werden? Ja, zum Beispiel. Apropos, das wäre ein Thema, über das ich gerne heute mit dir reden würde und dem Alex. Unsere USA-Tour. Eure USA-Tour. Also, da, wenn du jetzt mal Zeit hättest, würde ich dich jetzt hier entführen und mal in den Verkaufsraum mitnehmen und dann ein kleines Interview mit dir führen. Dann machen wir das, oder? Na, das ist doch mal eine gute Idee. It's magic. Ist das professionell hier, oder? Heute ja. Zum ersten Mal, naja. Ja, jetzt wo wir da sind, hier fällt mir gerade auf, was soll ich dich eigentlich fragen? Ich war ja gar nicht dabei. Ich glaube... Jan wollte nicht. Es... Ja, hier wird nur wieder gespart. Flugangst. Ach nee, das war ich. Ah ja. Hast du? Ich habe richtig Flugangst, ja. Und die ganze Zeit bei Alex so? Na, hätte er sich gewünscht. Okay. Ich war tatsächlich mutig. Ich habe ja auch Tabletten gekriegt. Aber ich habe es ja nicht genommen. Ich habe es tatsächlich ohne geschafft, ohne zusammenzubrechen. Das war vorher. Ja, war auf jeden Fall... Für meine Flugangst dieser ins kalte Wasser geschmissen. Dann war ja gleich 12 Stunden Flug. Also von BER nach London, das war ja dann halbwegs noch. Und dann groß über den Teich, dann waren ja gleich Westküste. Das heißt, der gleich der ganz lange Flug. Ist dann doch schneller vorbeigegangen, wie ich dachte. Aber ich war froh, wie ich hier am Boden bin. Also geküsst habe ich den Boden nicht. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich wieder in Deutschland bin, dann küsse ich den Boden. Weil der Rückflug, der war noch schlimmer. Aber das erzählen wir, glaube ich, nachher nochmal. Gut, ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich bin hier der falsche Mann am Platz, dann hole ich mal den Alex und dann bis gleich. Was soll man jetzt machen? Zuloni. Tja, so gute Frage, oder Robi? Also, die Intention war hinter dieser Reise, dass wir uns Eindrücke holen wollten für unsere diesjährige am 14., 15. Mai stattfindende Deutschland Rem Convention. Wir wollten eigentlich schon Anfang November fliegen, dort zur CIMA, zur größten Tuning-Messe auf der Welt. Da wurden wir aber konnten wir noch nicht nach Amerika einreisen, aufgrund der Einreisebestimmung. Und dadurch, dass die Detroit Motor Show auch ausgefallen ist, war in dem Falle dann letztes Jahr im November die größte Autoshow, dann die LA Motor Show, wo wir uns dann Tickets und Karten besorgt haben, um dann, wie gesagt, die ganzen Neuerungen, alles, was es auf dem Automobilmarkt gibt, ja. Und gerade für unsere Marke, für unseren Mutterkonzern Stellantis, waren wir dann auf der Suche und haben dann alle neuen Modelle uns angeschaut, haben die abgefilmt, haben geguckt, was gibt's Neues und... haben auch ein paar so lustige Sachen. War schön gewesen. War schön, ja. Wie Alex sagte, der Pole, der Pole, der mal die Welt sieht. Ja, war natürlich erstmal, wir sind ja in Amerika, bis dahin war ja auch schon weiter Weg, muss man sagen. Wir haben ja fast 15 Stunden. Nach 15 wir haben Stunden in London gelandet. Gemacht, da war ja ein riesen Papierkrieg da gewesen wegen Einreise und so ein Zeugs alles. Dann haben sie, hat er mich ja schon vorbereitet, ja, du musst genau wissen, was du da möchtest in Amerika. Die fragen da ganz genau explizit am Flughafen, wie lange bist du hier, mit wem bist du hier, warum bist du hier, wie lange, in welchem Hotel. Und dann halt mir schon, was erzähle ich da? Den ersten Bürger haben wir uns klären, weil das erste, hätten wir gewusst, dass du da die Stangen rotierst. Also nach dem anstrengenden Flug und so weiter war dann der Abend dann auch zu Ende, haben wir den ausklingen lassen und nächsten Tag ging es ja dann schon gleich los zur LA Motor Show. Wir sind hier in Los Angeles, Robi und ich, zu der größten Autoshow hier in den USA.
ihr im Hintergrund sehen könnt, die LA Motor Show. Da gehen wir jetzt rein und nehmen euch heute mal den Tag mit. Die Highlights. Also wollen wir jetzt von größten jetzt. Robert hat besondere. Robert hat besondere Highlights gehabt. Die werden wir euch dann gleich noch einspielen. Ja? Seine beiden neuen weißen Modelle. Also bis jetzt. Ja, sind wir noch bei? Wo sind wir denn hier? Hätte ich bei RAM. Also das passt mal auf der neue RAM. Was ist jetzt? Ein Peugeot oder ein Renault Master? Was haben wir hier noch? Das ist Fiat. Meine Highlights waren eigentlich, es gab ein paar schöne neue Modelle, die wir jetzt auch zu unserer Convention im Mai zeigen werden. Es ist zum einen das eine limitierte Modell vom TX. Los. Jetzt haben wir ein absolutes Sahnestück und wir haben sogar das Glück, drei davon zu bekommen. Sie sind für den offiziellen Europamarkt nicht bestimmt. Jetzt haben wir hier den stärksten, den REM 1500 TRX als Sondermodell. Unterschied zum normalen TRX sind jetzt hier. Also wenn man von TRX schon eigentlich als normal reden kann. Ne? Also. Bei diesem Modell ist natürlich, dass alle Kedern und so weiter alle in Orange sind. Wir haben hier ein Carbon-Paket drin, was ebenfalls orange ist, wenn man es mal genau sieht. Ja, man kann es sehen, genau. Der Mitteltunnel, alles ist abgekedert hier in Orange mit Carbon. Also der ist wirklich voll ausgestattet, dieses Modell, dieses Sondermodell. Es gibt bloß 875 Einheiten davon. Waren innerhalb von einer Stunde ausverkauft. 875? 875 von diesem limitierten Modell sind für Europa, wie gesagt, nicht zu bekommen. Und wir werden, denke ich, den ersten haben, der nach Europa kommt. Als 22er TX in dem Fall. Ja. Also wer einen haben möchte, kann sich bei mir oder bei uns melden. Hier nochmal kurz zum Unterschied. Der hat auch eine spezielle Felge drauf. Gibt es nur bei den Aviation. In zwei farbigen Ton. Die Graphic-Pakete sind anders. In einem Orange, der nochmal so ein paar Highlights hat, die die anderen Modelle nicht haben und er ist halt limitiert. Und dann die neuen GT-Modelle vom REM, der Rebel GT, der Laramie GT, ja. Alex, was haben wir hier Schönes? Hier haben wir den neuen Laramie GT. Können wir gleich mal in den Innenraum gucken. Kannst du mal kurz abfilmen? Das ist auch wie beim TX. Den Wahlhebel. Das Sport Performance Lenkrad mit Schaltwippen. Kann ich gleich nochmal umdrehen. Wie gesagt, die neue Sportvariante vom Laramie. Sieht ja nicht schlecht aus, oder? Super. Bei uns bald. Ja, da sehen wir, wie der Drehhebel fehlt. Ja. Im Januar, Februar bei uns zu bekommen. Jetzt ist aber hier in der 5-7er drin oder ist das hier ganz normal? Diese TX-Komponenten. Also ist jetzt bloß, haben. Ist genau. Jetzt quasi, wo ist der Unterschied beim GT, dass die Innenausstattung anders ist oder genau. Ist jetzt außen oben was? Nö. Am Boxen hat er den GT-Schriftzug, ja? Okay. Multi-Tailgate. Okay, gut, okay. Das hat jetzt ja nicht speziell GT zu tun, aber. Aber trotzdem mal, wenn die. Wenn wir mal schauen. Rambox-System. Ja, hinten hat sie jetzt. Ja, scheint tatsächlich wirklich innen zu sein. Ein Head-Up-Display, digitalen Innenspiegel. Die Sportvariante sein. Dann der Bighorn Country. Ja. Super, schönes Modell geworden. So, hier haben wir den 22er 1500 Bighorn Backcountry. Ja? Der wird sich wie folgt unterscheiden, dass er im Prinzip das komplette untere
ist in schwarz und pink zwölf lackiert, ja. Also ich finde es persönlich super schön. Gibt es dann nur mit O-Torf? Also nur mit E-Talk. Heißt nur Start-Stopp. Genau. Ist auch in Ordnung, oder? Die Spiegel sind in schwarz lackiert. Ja. Hat eine wunderschöne 20 Zoll und schwarzes drauf. Ja. Im Innenraum hat sich noch einiges getan beim Bicorn. Da haben wir jetzt ein super Interieur jetzt bekommen. Der Stoff jetzt hier. Wieder Stoff? Stoff ist jetzt die neue Lederreihe offensichtlich. Dann. Ja, das sieht viel besser aus als die. Ja, wird es wahrscheinlich eine Sitzlüftung geben, oder? Wenn ich mir das so angucke, wird es sicherlich, wenn ich mir die Struktur angucke, könnte. Könnten wir probieren, ob das könnte sein, sehen. Oder? Ja, wenn, ist es sowieso ein Menü, oder? Also kommt es so weit an? Nee, kommen wir nicht rein. Naja, aber vermutlich jetzt auf jeden Fall nah, wenn ich mir das so angucke, oder? Also wertet den Bicorn ungemein jetzt auf. Also diese Stoff-Leder-Kombination ist schön, ja. Können wir nochmal nach außen gehen? Die neuen Mopa-Trittblätter sind vorbei drin. Beim Backcountry. Auch. Super gelungen. Hat auch so ein bisschen jetzt mit diesem Schwarz wieder so ein bisschen an Rebel, richtig? Richtig, ja. Also so das hier kannst du ja dann noch das Ding wieder zu werden. Ja, jetzt sicherlich ohne, oder? Gibt's jetzt mit Rebel? Auch mit ohne, ja. Okay. Wie gesagt, das ist der neue 22er Bicorn Offroad Backcountry. Bicorn Offroad. Okay, wann ist er? Ab wann? Ab 22. Start sollte Januar sein, aber die Produktion. Ja. For their distinguished home audio system, a 19 speaker premium Macintosh sound system is standard on Grand Wagoneer, while the upgraded 23-speaker sound system offers uncompromising sound quality. Other notable interior features include 4-zone climate. So, jetzt haben wir hier den neuen 22er REM 1500 Limited. Schöne Farbe übrigens. Sehr schön. Mit dem neuen 10-Jahres-Paket. 10 Years Anniversary. Kannst du mal da reinfilmen? Mit der Plakette jetzt im Innenraum mit dem abgesteppten Mitteltunnel. Mit der neuen Leber-Kombination in diesem Steingrau. Mit Stoff jetzt. Kannst du mal ein bisschen näher rangehen? Genau. Ja. Sieht super schön aus, oder? Ja, also die Farbe ist auf jeden Fall. Alcantara auch in diesem Steingrau. Ja, stimmt. Sonst immer fast schwarz. Die Türpappen kannst du noch mal kurz zeigen. Warte mal, guck mal. Ah, das sieht ja gut aus. Dann ist das hier auch Stoff, ne? Stoff, so richtig schön abgesteckt. Den wird es aber nicht mit dem Night Package geben. Ja, den gibt es dann nur so mit Chrom. Die Farbe ist auf jeden Fall. Ja. Die Farbe ist super. Ist super. Schön. Hat er sonst noch irgendwas außer die Innenausstattung anders? Nee. Also offensichtlich wird es die ganzen Sonder Edition, das spielt sich hauptsächlich bei REM dieses Jahr im Innenraum ab, okay? Ja, also werden keine neuen Farben dazukommen oder irgendwas. Aber wie wir sehen, gibt es ja schöne Farben. Richtig. Die ganzen 2500er, 3500er Modelle natürlich auch, aber die bekommen wir ja hier als offizielle Modelle für Europa nicht. Ja, die können wir trotzdem besorgen über andere Kanäle, aber als offizielles Europamodell gibt es die dann halt nicht, obwohl es auch interessant war, diese ganzen Sondermodelle dort zu sehen. Jetzt haben wir natürlich wieder was Geiles, 3500er. Die gibt es bei uns leider nicht, offiziell. Wir können sie euch besorgen, aber offizielles Europamodell gibt es diese Modelle leider nicht. Geil, sind die da auch von innen, ist das schon? Als Arbeitsauto nicht schlecht. Dann haben wir uns den großen Trophäenschrank angeguckt von REM, ja, die ja nun seit 3 Jahren in Folge alles abräumen und jeglichen Award und Titel, bester Pickup in seiner Klasse, bester Sales Pickup und so weiter, alles abräumen. Mhm. War mal wirklich interessant.
hier der kleine Trophäenschrank von Ram, die seit 3 Jahren jeglichen Award abräumen mit dem neuen Truck. Unfassbar. Und dann sind wir rüber zu Dodge. Und da waren ja nun viele neue Fahrzeuge, deine Highlights. Ja. Hm. Da hatten wir, was hatten wir da gehabt? Diese Viertelmeile-Biest stand da. Ja, ja. Dann war ja der Dragpack, genau. Der Charger mit den Orange. Hemi Orange Package. Das, ein wunderschönes Auto. Ja. Sind wir schon beim nächsten? Ja, ja, mal für die Familienväter. Die Charger Whitebody mit dem Hemi Orange Package. Was der Grau ist, riesig, ja. Zu erkennen an Orange. 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 Unsere Biene mit Schriftzug in Orange. Jetzt haben wir auch tatsächlich mal Orange. Neue Felgen in Gunmetal schwarz. Ab sofort bestellbar in dem Hemi Orange Package. Jetzt bei 90 in Orange, ja. Und gleich nochmal drin. Selbst am Dach. Zieht sich das Graphic-Paket mit runter. Hier wunderbar zu erkennen. Alles in Orange wieder abgekedert. Orange scheint die neue Farbe zu sein, 22. Passt doch mit dem Schwarz wunderbar, finde ich. Fußmatten abgekedert. Hier? Alcantara-Lederkombination. Hier schon in Carbon. Die Skatebed-Biene ist wieder raus. Jetzt haben wir wieder, unsere Dodge-Streifen. Hier haben wir jetzt Carbon. Hier auch. Carbon. Guck mal. Machen wir jetzt auch ein Carbon. Ja. Super. Schön, gefällt mir. Der 390. Hat man sonst bloß beim Challenger, ne? In Carbon. Challenger Superstock. Richtig, Challenger Superstock war bei. Hier haben wir den Challenger Superstock. 22er. Superstock. Superstock 807 PS. Außen so ein bisschen das Package vom Demon. Das heißt, wir haben hier die 18 Zoll Felgen mit der etwas kleineren Bremse, sonst wird es ja nicht passen. Anderes Fahrwerk, anderes Heckdifferential, anderes Getriebe, 807 PS, also komplett für die Rennstrecke gebaut. So. Und der Hellcat, der neue, der Jailbreak mit dem richtig. Weißen Leder und richtig. Diesem neuen Design-Package war auch sehr schön. Ja. Das ist auch sehr schön aus, ja, richtig. Hier haben wir einen Challenger SRT Jailbreak. 22er Modell. 22er Modell, richtig. Sondermodell. Eigentlich ist es ein Red Eye, 807 PS. Geile Felgen drauf, geiles neue, Interieur. Eine neue Felge. Mal zeigen. Hat ein komplettes Graphic-Paket bekommen. Innen hat ein schönes Update bekommen. Die Sitze sehen super aus. Ja. Komplett neue Farbkombination. Schön. Sonst wie Hellcat, wie wir im Hellcat gewohnt sind, Alcantara-Lenkrad. Schön aus. Selbst Himmel ist auch Alcantara. Ja. Farbe ist übrigens unser F8 Green. Jetzt haben wir den Kacke, schwarz. Ja, genau. Hat er nicht den Performance Spoiler drauf? Hat den kleinen drauf? Aber typisch Hellcat, die schwarzen Rohre, ne? Sonst haben wir ja die silberne. Ja, und hier halt schwarz Mattpaket. Ist jetzt auch Geschmackssache, aber schlecht finde ich. Gehört ja zu dieser Jailbreak Variante dazu. Ne?
Da haben wir auch Experience-Touren mitgemacht, ne? Das war ja auch. Ach, du siehst, sind wir noch gar nicht drauf. Da sind wir, das müssen wir nochmal zurückspulen, ja, eigentlich, ja. Wir haben da auch eine Experience-Tour gemacht mit Rams. Ja, das heißt, Berg hoch, Berg runter. Also die Rams wirklich mal also wirklich mal getestet, ja, mit allem, was ging. Also nicht mit allem, was ging, aber so, wie verhält sich der Ram in der Schräglage, wenn er über Stock und Stein fährt, wenn er einen Berg hoch und runter fährt, ja, wenn er mal 6 Tonnen hinten dran hat zum Ziehen, ja. Robi, jetzt sind wir zeig mal dein schönes Bein. Oh. Im Driving Experience Center von Ram. Jetzt werden wir gleich mal gucken, was unsere Marke so kann. Yeah, 23 degrees there, can go all the way up to 30 degrees. We got 5 cameras, front camera, 2 side mirrors, rear cab, and the very back. So here's a 360 view right here for tight turns like this. Go, let's see if I can make it. And it looks like I am good. Here's the traction hill. It's a 25 degree incline decline. Right now we're set in 4-wheel drive high. Dodge, it's a bad ramp. Alright. We have the axle unlocked, so we can deal with articulation pretty well here. We have a huge navigation screen here, that's very cool. Today we have a 900 Power Wagon. Alright, so we're going to go up onto our cut, to our ramp here at about a 25 degree angle. Get all those tires off the ground. Toe straps for us to the toe hooks. Alright, so it's about 1200 pounds, but it's pretty much gonna stand it up. Under the hood, 6.4 liter V8 Hemi motor. You got 410 for the horsepower, 429 pounds of torque, 8-speed automatic transmission. Selbe machen wir jetzt nach, deswegen waren wir ja da. Richtig, ja. War wirklich interessant gewesen, ja. Und diese Impression versuchen wir jetzt natürlich auf unser... Da ist ja sonst ja nicht so viel kommen. Also, nee, es ist halt einfach so. Also da haben wir ja unsere Idee gehabt, dass wir das jetzt auf unseren Event da auch machen. Dass ihr könnt quasi euch in einem Ram setzen, selber fahren. Ihr habt einen Instructor auf dem Beifahrersitz, der sagt euch natürlich genau, was ihr machen sollt. Und dann könnt ihr über Stock und Stein, Berg hoch, Berg runter. Na, wir haben dann mehrere Kurse. Wir haben ja einmal den Offroad-Kurs, wo man ein bisschen dann durch den Schlamm und ein bisschen über Berg und... bisschen, ja, da. Und dann haben wir nochmal die Experience-Tour, wo der Ram im Prinzip nochmal, dass man den Ram nochmal ein bisschen fahren kann, dass der erklärt wird, ja, die Neuerungen, die es jetzt im 22er-Modell gibt. Und dann haben wir natürlich nochmal die Sprintstrecke, wo wir unsere ganzen 700 PS-Monster auspacken, wo die Kunden mit professionellen Rennfahrern, die auch noch bekannt gegeben werden, mitfahren können und dann nochmal ein Feeling für die Fahrzeuge bekommen können. Oder? Richtig. Tschüss.